Sthalasana, wörtlich die feste Stellung, ist eine Asana, die identisch ist mit Sukhasana. Sthalasana wird in manchen Aufzählungen von Hatha-Yoga-Texten beschrieben, aber nicht genauer beschrieben. Sthala heißt aber fest und im Patanjali-Yoga-Sutra heißt Sthiram Sukham Asanam, die Asana sollte fest und gerade sein. Und so kann sich Sthalasana beziehen auf jede der Sitzhaltungen. Rafaela zeigt die vier Hauptsitzhaltungen. Erstens Lotussitz, Padmasana, ein Fuß über den gegenüberliegenden Oberschenkel. Zweitens Siddhasana, ein Fuß unter dem Kandapunkt im Damm bzw. unter der Scheide und die andere Ferse am Schambein. Als drittes Muktasana, die befreite Stellung, wo die Unterschenkel voreinander sind. Und als viertes Sukhasana, der einfache Schneidersitz, wo ein Fuß unter dem Knie ist und der andere Fuß auch unter dem Knie ist. Das ist Sukhasana. Und manchmal wird eben gesagt, dass Sukhasana die eigentliche Sthalasana ist, denn Sukhasana ist auch identisch mit Sthirasana und Sthira bedeutet das gleiche wie Sthala, nämlich fest.